Grüezi. Es gibt in unseren Tälern und Dörfern viele Bräuche an Auffahrt. Im Domleschg versammelt sich jedes Jahr die ganze Dorfgemeinschaft zum Auffahrtsfest. Ein Gottesdienst mit Chor und Kindern, ein Mittagessen mit Kaffee und Kuchen. Der Frauenverein hat es jedes Jahr möglich gemacht. In anderen Dörfern binden Großmütter Blumenkränze für die Mädchen und Büschel für die Buben. Auch dort gibt es Kaffee und Kuchen. Frühlingsfeste sind das und die Kirche trägt sie mit und zeigt, Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, beschützt das Leben. Der Urgrund der Welt trägt uns, auch wenn es in dieser Welt manchmal böse wackelt. Für viele ist Auffahrt verbunden mit einem Ausflug. Wir wollen den Frühling jetzt so richtig genießen. In diesem Jahr ist alles anders. Wir sind zu Hause. Es fehlt sogar der Stau auf der A13. Stauen dürften sich dafür die Ausflügler bei der Brambrüeschbahn, beim Elbli-Bähnli in Malanz oder der Seilbahn nach Veldis und an vielen anderen Orten der Region. Bergfahrten sind angesagt. Wandern, Biken, Gleitschirmfliegen und Paddeln auf unseren wunderschönen Flüssen und Seen. Mit einem Ausflug hat auch das, was wir in den Kirchen Auffahrt nennen, begonnen. Jesus wandert mit anderen Männern zusammen auf eine Anhöhe. Dort erleben sie einen Moment voller Glück und Schönheit. Die Männer schauen nicht nur über die Landschaft, sondern auch in die Vergangenheit und erinnern sich an die Helden des Glaubens. Da erkennen die Männer, wer Jesus ist. Und während Jesus mit den Männern noch redete, hob er seine Hände und er verschied und wurde zum Himmel emporgetragen. Erzählt uns das Evangelium. Zum Abschied sagte Jesus diese Worte: Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch, alle Zeit. In diesem Jahr verbindet uns auch noch etwas Neues. Wir suchen einen sicheren Ausweg aus dem Lockdown. In welche Richtung wird es gehen? 4 Szenarien entwerfen Zukunftsforscher dafür, wie sich unsere Gesellschaft und die Welt nun entwickeln könnte. 4 Szenarien, 4 Themen. Das erste, super safe, super sicher, das ist mit Isolation verbunden. Das zweite Szenario, Krise über Krise. Die kleinste Epidemie löst massive Maßnahmen aus. Das dritte Szenario, der Austausch so lokal, wie er jetzt geschieht, und auch global. Und das vierte Szenario, die Wir-Kultur. Wir wachsen zusammen als eine Weltgemeinschaft, die Informationen und Güter miteinander austauscht. In gerechter Weise. Ich staune, wie aktuell die Bibel in diese Situation hinein erzählt. Aus den Geschichten über Jesus erfahren wir, dass sich die jüdische Bevölkerung in Jerusalem auf alle Seiten hin abgeschottet hat und ständig die ganze Weltsituation als Krise erlebte. Die Römer waren böse, alle Kulturen außer der eigenen bedrohten die Identität. Hygiene- und Speisevorschriften halfen, untereinander zu bleiben. Doch wer von diesen Menschen keine Arbeit hatte, war arm dran. Wer kein Geld hatte, hatte Hunger. Wer krank war, blieb auf seiner Matte liegen. Blinde saßen bettelnd herum und Witwen konnten nur beten, dass jemand für sie sorgt. In diese erdrückende Normalität trat Jesus und
predigte Vertrauen. Er stellte seine Hilfe über die Gesetzlichkeit in den Köpfen der Menschen und redete mit allen. Viele wurden dadurch gesund. Jesus dachte nicht im Modus der Abgrenzungen. Die Gesundheit der einzelnen Person stellte er immer in den Zusammenhang mit der Gesellschaft. Oft halte er zuerst die Beziehungen und dann den Körper. Beziehungen sah Jesus in einem stabilen Dreieck: Gott, ich, die Welt. Dieses Dreieck gibt unserem Dasein Stabilität. Und noch mehr, drei Dimensionen bieten mehr Möglichkeiten als zwei. Auffahrt führt uns dieses Dreieck vor Augen. Zuerst waren es einige Menschen, die den Ausweg aus den vielen Spannungen und Ängsten gefunden haben. Bald entstand aber ein Wir-Gefühl, das sich verbreitete. Menschen verschiedener Kulturen gingen den Weg des Vertrauens. Sie mussten bald miteinander Lösungen für die wachsende Gemeinschaft der Christen und Christinnen suchen und haben diese gefunden. Was aus diesem Anfang geworden ist, erleben wir. Eine Weltgemeinschaft, die sich durch den schöpferischen Gott verbunden weiß, über Landesgrenzen und Kulturen hinweg. Für mich ist diese Geschichte ein gutes Beispiel dafür, wie wir diese Krise meistern können. Die totale Isolation diente einige Zeit zum Schutz in einer unbekannten Situation. Jetzt wissen wir besser, wie wir mit dem Virus umgehen können. Wir können uns schützen, ohne uns für immer abzuschotten. Einigen Menschen unter uns geht es nicht gut. Sie haben ihre Arbeit verloren, vielleicht ihr Geschäft, in das sie so viel Kraft und Zeit und Freude gesteckt haben. Einige wissen noch nicht, wie es weitergeht. Familien haben Strapazen hinter sich, von denen sie sich nun erholen müssen. Und in den Seniorenzentren haben Menschen sehr gelitten unter der Einsamkeit und der Ungewissheit. Menschen sind gestorben. Nun gilt es, darüber nachzudenken, wie es weitergeht. Welche Themen sollen Fahrt aufnehmen? Was wollen wir nicht? Ich habe noch einmal 4 Karten mitgebracht. Die Nationen haben sich in den letzten Monaten nur noch auf sich selber verlassen. Das war eine erstaunliche und erschreckende globale Selbstisolation. Die Überwachung wird auch für uns engmaschiger. Ist Kontrolle wirklich besser als Vertrauen? Vorbei ist das alles nicht. Aber wollen wir das? Die Welt ist ins Wanken geraten. Die Wirtschaftsprognosen lehren uns das Fürchten. Auf dem dritten Bild sehen wir ein Kartenhaus. Denken wir dreidimensional, dann gibt es nicht nur die Schwerkraft, die dieses Kartenhaus beim nächsten Windhauch in sich zusammenbrechen lässt. Da ist ein Geist, der alle und alles zusammenhält. Das ist der schöpferische Geist Gottes, der die Menschen beseelt und nach oben zieht, auf der ganzen Welt. Sind Menschen kreativ und hilfsbereit. Das dritte Bild zeigt die Albula-Bahn auf dem Viadukt bei Langwies. Immer schon haben es Menschen verstanden, Brücken zu bauen, Probleme zu lösen, voneinander zu lernen, lokal und global. Lassen wir diese Kräfte Fahrt aufnehmen. Nachbarschaftshilfe bleibt. Teilen und Tauschen breiten sich noch aus. Unsere Gesundheit, denken wir, vernetzt. Sie umfasst die Natur, die Wirtschaft, die Politik und alle Menschen. Alle und auch uns selbst.
An diesem Platz, auf der höchsten Stelle vom Ölberg in Jerusalem, steht heute die Himmelfahrtskapelle. Hier hat die Bewegung jener, die ihre Karten auf das Vertrauen setzen, ihren Anfang genommen. Die Bewegung ist damit gut gefahren. Lösen wir Probleme weiter gemeinsam. Ich wünsche Ihnen wunderschöne Frühlingstage. Auf Wiedersehen.